hat ihr dann mit Frauenunion ist die Liebe Nesta, liebe Freundinnen, liebe Vortragende, liebe Workshopleiterinnen, kurz, liebe alle, ich heiße euch ganz herzlich willkommen bei der diesjährigen Frauensommer-Universität. Ihr alle gemeinsam sorgt mit uns, dass die FSU dieses Jahr ein toller Erfolg werden wird, ein großartiges Erlebnis für uns alle und wir freuen uns schon sehr darauf. Neben dem heutigen Abend warten auf uns drei spannende Tage, voll mit Workshops und Vorträgen, die alle auf vielfältige Art und Weise zeigen, wie Feminismen im Alltag gelebt werden können. Um die FSU verwirklichen zu können, haben wir uns zu fünft zusammengefunden und ziemlich genau 9 Monate an der Realisierung gearbeitet. Doch wer sind wir? Ich darf unser Team kurz vorstellen. Brigitte Theißl. Bettina Aumeier. Antonia Renzel. Marco Fleischmann. Und dann noch ich, Uli Koch. Doch genug ist von uns, kommen wir zu dem, was euch heute Abend alles erwarten wird. Zunächst werden wir euch kurz die FSU vorstellen. Anschließend dürfen wir Ines Stilling begrüßen, Sektionsleiterin der Abteilung Frauen des Bundeskanzleramtes, und danach die Workshops und Vorträge näher vorstellen. Diese Woche ist Wien eine feministische Hochburg. Was ihr nach oder teilweise auch zeitgleich zur FSU alles machen könnt, erfahrt ihr von der Crew des Rampenfiebers und von der Fußballade. Im Anschluss daran haben wir noch einige organisatorische Infos für euch und dann freuen wir uns, Rosemarie Erdl begrüßen zu dürfen und ihren Vortrag zu hören. Anschließend laden wir euch zu Brot und Knabbereien. Doch kommen wir ganz kurz zur Geschichte der Frauenuniversität. Frauenuniversitäten blicken in Österreich auf eine sehr lange Tradition zurück. Nachdem 1976 die erste deutschsprachige Frauenuniversität in Berlin stattgefunden hat, organisieren auch in Österreich regelmäßig Frauen diese Veranstaltung, um dem männerzentrierten Universitäts- und Wissensbetrieb etwas entgegenzuhalten. Das Anliegen hinter den Frauenuniversitäten ist, selbstbestimmte Räume für den Austausch zu schaffen und Frauen aus ganz unterschiedlichen Kontexten zusammenzubringen. 2007 wurde die Frauenuniversität nach einer Pause wiederbelebt und fand da zum ersten Mal in Wien statt. Seither findet die FSU jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt. Wir freuen uns sehr, dass sie heute wieder in Wien ist, und welche Überlegungen und Intentionen hinter der diesjährigen stehen, erfährt ihr nun von Brigitte. Das Thema der diesjährigen FSU lautet ja Feminismen leben. Und wir haben uns für dieses Thema entschieden, weil wir uns für die vielfältigen Formen interessieren, die Feminismus bzw. Feminismen in der Praxis annehmen und dafür, welche Konsequenz Feminismus für unser alltägliches Handeln hat. Im Call for Papers haben wir danach gefragt, wie sich Praxis und Theorie verbinden lassen und welche Herausforderungen sich dabei stellen. Wir haben uns dafür interessiert, welche Strategien ihr entwickelt habt und wie sich Feminismus nicht nur denken, sondern auch tun lässt. Damit stellen wir also Fragen, die Feministinnen seit Jahrzehnten stellen, aber die sich immer wieder aufs Neue stellen. Und die Frauensommer-Uni soll eben dafür den Raum bieten, theoretisch zu diskutieren, praktisch aktiv zu werden, politisch aktiv zu werden und Netzwerke zu knüpfen. Ich denke, dass es uns gelungen ist, ein sehr breit gefächertes und spannendes Programm zusammenzustellen. Und die verschiedenen Workshops, Lesungen und Vorträge werden wir euch noch genauer vorstellen. Aber bevor wir darauf näher eingehen, freue ich mich nun, dass Ines Stilling, Sektionsleiterin der Frauensektion im Bundeskanzleramt, bei uns ist, und wir möchten Sie herzlich begrüßen, und ich darf Sie jetzt bitten, ein paar Worte zu sprechen. Ich möchte es auch relativ kurz machen, weil die Zeit ja heute für den Feminismus sein soll und auch für die nächsten 3 Tage nicht für mich da sein soll, obwohl es mich freut, dass so viele gekommen sind schon zur Eröffnung, weil ja richtig los geht es ja dann morgen, wobei heute der Vortrag auch schon sehr spannend wird, bin ich überzeugt. Frauenuniversitäten finde ich wichtig, weil sie schaffen Raum für Frauen, sich zu bilden, weiterzubilden, zu vernetzen und überhaupt mal Raum einnehmen zu können. Das ist in der Alltagswelt auch auf Universitäten und, weil es da auch zum Raum dazu passt, auch in Kirchen und anderen Institutionen nicht immer so einfach. Ja. Männer nehmen sich oft mehr Raum und dann bleibt für die Frauen nicht mehr viel.
Seit 2007, wir haben es gehört, gibt es die Frauenuniversitäten wieder in Österreich. Und darauf können wir stolz sein, dass diese Initiative nicht einfach still und leise begraben wurde, wie so vieles, was Frauen ja, im Eigenengagement mit viel Einsatz, oft unbezahlt, meist unbezahlt, ja, aber sehr schlecht finanziert, auf die Beine stellen. Und ich freue mich, dass dieses Engagement auch 5 Jahre später noch da ist, ja, zu leben. Das Thema heuer, Feminismus leben, ist vielschichtiger und aktueller, glaube ich, als jemals zuvor. Er spricht an, dass es verschiedene feministische Sichtweisen gibt. Es gibt ja nicht den Feminismus, das ist genauso wenig wie es die Feministin oder die Frau gibt. Und daher, auch das allein bietet ja schon Platz genug für Diskussion und Auseinandersetzung. Andererseits zeigt es aber auch, dass das Feminismus nicht einfach nur was Theoretisches ist, wo sich ein paar, ja, sage ich jetzt mal, nicht ganz angepasste Frauen halt theoretisch mit Konstrukten auseinandersetzen, sondern dass das tagtägliches Leben ist, Leben von uns allen. Und dass wir auch uns tagtäglich damit auseinandersetzen, wie leben wir unser Leben und in welchem Kontext sehen wir uns. Daher finde ich das ganz spannend, diesen Kontext auch mal näher zu beleuchten. Dass Feminismus im Alltag oft schwierig ist, sehen wir auch aus aktuellen Umfragen. Also wenn wir dann hören, dass immer mehr junge Frauen und Mädchen sich angeblich auf die Rolle als Hausfrau und Mutter doch so toll freuen und dass das wäre, was das Leben so bringen soll. Und dann heißt es, Jugendliche und junge Frauen sind reaktionär und konservativ. Die Frage ist, und über das könnte man glaube ich auch lange diskutieren, sind sie das wirklich? Oder ist es nicht so, dass sie erleben, wie es ihren Müttern so im Alltag geht, dass die überhaupt nicht die ihren ganzen Anforderungen, die so von außen an sie gestellt werden, perfekte Hausfrau, Supermutter, erfolgreich im Job und überhaupt immer alles unter Kontrolle haben und dann noch gerecht, solidarisch und überhaupt, ich weiß nicht, was alles sein soll, das nie gerecht werden kann, weil das gar nicht sie ausgehen kann. Vielleicht sehen sie das einfach und ziehen dann ihre Rückschlüsse und sagen, ich finde meinen eigenen Weg und das finde ich auch ganz spannend. Und was heißt das dann für den Feminismus in den nächsten 10 Jahren? Es geht darum, glaube ich, und dazu ist auch eine Veranstaltung wie diese besonders wichtig, Frauen Wege zu eröffnen, darüber zu diskutieren, wie können wir Frauen Raum geben, was braucht es, wie können wir auch Männer dazu bringen, uns zu unterstützen, unser eigenständiges Leben zu leben nach den Vorstellungen, die wir haben. Und dafür ist es gut und wichtig, dass es in den kommenden Tagen Raum gibt für, glaube ich, sehr, sehr spannende Programmpunkte, wenn ich mir das Programm so angesehen habe. Für uns, also für mich jetzt in der Frauensektion im Bundeskanzleramt, aber insgesamt jetzt, wenn man es so nennen will, im institutionalisierten Feminismus, ist ja ganz oft die Erfahrung, dass wir konfrontiert werden damit, na, das braucht man eh nicht mehr, nur weil das die Johanna Donner gesagt hat und das ist eh schon alles überholt und das, was ihr vor 30 Jahren wolltet, das habt ihr jetzt eh schon alles und in Wirklichkeit, wir haben es auch gestern bei einer ganz interessanten Podiumsdiskussion im Ministerium erlebt, ist es ja so, dass eigentlich die Männer jetzt unterstützt werden, weil die Frauen sind eh schon überräumt, denen geht es ja eh viel besser. Und darum freut es mich, wenn es so Veranstaltungen wie die Frauenenquete gegeben hat, also die zum Beispiel im Herbst letzten Jahres stattgefunden hat und wieder stattfinden wird, aber auch eine Veranstaltung wie diese hier, wo man einfach merkt, na, das ist nicht so. Ja, es braucht die Frauen, es lebt dieses Thema, das sind nicht nur wir da in unseren Amtsstuben, die da meinen, wir müssen da noch irgendwas für die Gleichstellung tun, sondern dieses Thema bewegt uns alle noch und es ist ein derartiges Engagement da und ein Interesse an dem Thema. Und das gibt uns allen Motivation und das finde ich besonders spannend und das freut mich, vor allem weil es nicht von Amts wegen passiert, sondern aus Initiative und Interesse von den Frauen und das freut mich und es gibt uns ganz wichtige Impulse, dieses Thema auch dorthin zu tragen, wo man es vielleicht nicht immer so gerne hört, also die Strukturen, in die die Gesetze schreiben oder die andere es tun und dafür brauchen wir den Impuls, die kreativen Ideen von Frauen, die außerhalb der Rahmenbedingungen und Regeln denken können und denken und aktiv arbeiten. Das freut mich und darum wünsche ich Ihnen allen ja, und auch denen, die sich angemeldet haben und erst morgen kommen, ja, den heutigen Teil vielleicht auslassen, angeregte Diskussionen, die es ganz sicher geben wird, interessante Workshops, wo ich bedauere, dass ich leider nicht dabei sein kann, bereichernde Vorträge und einfach viel Freude an der Auseinandersetzung mit Feminismus. Das kann man gar nicht oft genug machen. Gut, vielen Dank für diese Worte. Wir kommen jetzt zum nächsten Punkt, das wäre die Vorstellung der Veranstaltungsleiterinnen und ihre Beiträge. Und dafür will ich
alle Veranstaltungsleiterinnen bitten, dass sie nach vorne kommen. Genau, und damit es nicht so langatmig wird und jeder ewig erzählt, was sie sich gedacht hat und wie toll das doch alles ist, versuchen wir es ein bisschen zu verkürzen und haben den Workshopleiterinnen und Vortragenden schon vorher gesagt, sie haben genau eine Minute Zeit, die ich stoppen werde. Nach einer Minute ist es fertig. Dann nehme ich das Mikro wieder weg und dann kommt die nächste dran. Und weil eben einige nicht gekommen sind, haben wir gedacht, stellt einen der Anwesenden ihren Beitrag dar und spricht die Bettina zu einem Workshop, dessen Leiterin nicht da ist. Und einem. Und ja. Gut. Fangen wir gleich mal ganz rechts an. Was wir machen werden, ist, wir schauen uns an, wir haben verschiedene Bildmaterialien gesammelt zu Slutwalks und Frauendemonstrationen und Regenbogenparaden. Und das sind unsere drei Themen, die wir uns anschauen, wie wird da geschlechtliche Identität repräsentiert, wie wird Körper repräsentiert. Und das möchten wir vergleichen mit Texten, die wir also theoretisch ansetzen, uns auch bitte anschauen und zur Methode. Methodisch wird das so erscheinen, dass wir die Texte lesen, dass es Zeit und Raum gibt, Text, Bildmaterial, alles, was wir an Materialien bereitstellen, zu begutachten und sich dann in verschiedenen Fokusgruppen, verschiedenen Schwerpunktfragen auseinanderzusetzen und das im Plenum noch einmal zu diskutieren. Ja, gut. 56 Sekunden. Fragen? Fragen in 5 Sekunden? Sehr motiviert. Und Samstagvormittag. Aber wo? Seminar um 2, Raum 2. Das ist am Institut für Kunstgeschichte, Hof 9, ganz am Ende. Genau, die Programme zum Mitnehmen für jede mögliche Teilnehmerin, die sind heute leider noch nicht da, das hat die Firma verkackt. Aber ab morgen haben wir sie dann und dann wissen auch alle, die irgendwo hin wollen, entweder im Infotisch nachfragen oder dann selber Programm nachschauen, wenn es denn da ist. Okay, Bettina, wen stellst du dir vor? Okay, ich möchte gleich vorher fragen, Barbara Marx ist eh nicht da. Nein. Okay, nicht, dass ich das dann mache und sie ist dann eh da. Okay, geht's? Ja. Barbara Marx ist Leiterin der Bundesfrauenabteilung der Gewerkschaft der Privatangestellten, wird am Donnerstag Vormittag von 10 bis 11.30 Uhr einen Vortrag und Diskussion halten zu den Einkommensunterschieden und die Rolle der Gewerkschaft in Österreich seit 1945. Ich kann ganz kurz den Text verlesen. Frauen verdienen weniger als Männer. Dieses Phänomen ist keineswegs neu. Die österreichische Gewerkschaftsbewegung hat sich im Laufe der Zeit auf unterschiedliche Art und Weise mit diesen Unterschieden auseinandergesetzt. Widersprüchliche Ansichten über die Stellung der Frauenerwerbstätigkeit sowie ein massives Auseinandertreffen von Theorie und Praxis erschwerten diese. Seit 1945 lassen sich mehrere Phasen und Instrumente zum Schließen der Einkommensunterschiede unterscheiden, die unterschiedlichen Erfolge und Probleme mit sich brachten. Diese werde ich im Vortrag näher beleuchten. Super. Das läuft wie am Schnürchen. Kein Kopf, genau eine Minute. So, wer ist die Nächste? Glückliche. Sarah. Ja, okay. Hallo, ich halte zusätzlich auch noch einen Vortrag am Freitagvormittag zu Demonstrationen zum Internationalen Frauentag in Wien. Das ist auch das A. Thema meiner Diplomarbeit eigentlich und ich werde einen Teil daraus vorstellen und meinen Arbeitsansatz, den ich in der Diplomarbeit verfolge.
Mir geht es dabei vor allem darum, wie weit sich theoretische Auseinandersetzung mit bestimmten Themen und theoretische Überlegungen in die jeweilige Aktionsform umsetzen, also was für Auswirkungen hat das darauf, wie die Demonstration abläuft, wie die Teilnehmerinnen auftreten, etc. Genau, ich mache das am Beispiel von der Demonstration von 1911, also der ersten, und gehe ein bisschen auch auf die späteren ein. Mir ist ganz wichtig, auch danach die Diskussion, also es wird nicht nur ein Vortrag, sondern ein Vortrag mit Diskussion sein, ja, weil ich auch ganz gespannt bin auf den Input und auf die Diskussion, gerade auch dann zu den heutigen Demonstrationen. Und ich freue mich darauf, wenn sich viele beteiligen. Hier bitte. Okay, dann stelle ich den nächsten Beitrag vor von Stefanie Meyer. Okay. Sie hat einen Vortrag in Diskussion am morgen Nachmittag von 14 Uhr bis 15.30 Uhr auch im Institut für Kunstgeschichte mit dem Thema Politik der Differenzen, Antirassismus und Rassismus im weißen Feminismus in Wien. Ganz kurz der Text. Bis heute sind Rassismus und Antirassismus im weißen, weiß kursiv geschrieben, im weißen Feminismus schwierige Themen für Aktivistinnen ebenso wie für die akademische Theorie. Ich möchte anhand von Geschichten aus Wien einige Inputs zur Entwicklung rassismuskritischer Feminismen geben und vor allem Fragen und Ideen aufwerfen und mit euch diskutieren. Was bedeutet es heute, sich als weiße, kursiv geschrieben, privilegierte Feministin und Antirassistin zu verstehen? Das ist meine unbeantwortete, in Klammer, Frage. Bringt eure eigenen Anregungen und Fragen mit. Ja, ich bin Heidi, das ist Edith, das ist Uli, die ist aber nicht in unserem Workshop, die macht bleiben. Was ich gleich auch erwähne, ist, dass wir alle der Plattform 20.000 Frauen angehören, die seit über zwei Jahren ein politisch-feministischer Zusammenschluss von Frauen ist. Und wir möchten in unserem Workshop jetzt explizit diese Plattform 20.000 Frauen vorstellen und wir möchten gemeinsam mit Brigitte, die heute nicht da ist, Brigitte Hornig. Und wir möchten vor allen Dingen all jene Frauen ansprechen, die noch keine politische Praxis gefunden haben, in einer Gruppe vielleicht an der Plattform, in der Plattform mitzuwirken, weil wir nach der ersten großen Demonstration 2011, die wir gemacht haben, in Anlehnung an 100 Jahre Frauentag in Wien, weitergemacht haben, die Zeltstadt der Frauen dieses Jahr gemacht haben. Jetzt geht's. Ja, Schluss. Also eine feministische Praxis bedeutet, den Rahmen zu sprengen auch. Ganz kurz noch einfach durchgehen und ich möchte euch neugierig machen, wir haben noch Visionen, das heißt bei uns gibt es die Möglichkeit tatsächlich aktiv zu werden und teilen unsere Folder euch aus, dann ist das sozusagen, ja, passt. Okay. Danke. Ich rede eh schon jetzt. Okay, morgen ebenfalls am Nachmittag wird Helga Schager und Sonja Meller. Helga Schager ist Künstlerin und freie Radiomacherin in Linz und Sonja Meller, Geschäftsführerin von 52% und Künstlerin. Die werden einen Stencil-Workshop machen morgen am Nachmittag. Ganz kurz zu ihrem Text. Stencil-Kunst, also Schablonenkunst, ist eine Street-Art und ein geeignetes Mittel, Ideen in Form von Sujets und / oder Textbotschaften im Stadtbild künstlerisch zum Ausdruck zu bringen. Im Unterschied zu Graffiti-Kunst ist es durch Anfertigen von Schablonen möglich, auch aufwendige Formen innerhalb kürzester Zeit und beliebig oft auf den gewünschten Untergründen anzubringen. Mit verspielten träumerischen Bildern bis hin zu prägnanten politischen Botschaften ist es möglich, öffentlich seine Meinung zu sagen oder bei Bedarf auch mittels Geheimsprache Botschaften an Eingeweihte weiterzugeben. Der Ablauf wird sein, erstens ein individuelles Stencil-Motiv zu kreieren, zweitens Schablonen zu schneiden und putzen, drittens zu sprayen. Danke.
Hallo, ich bin die Uli Weiß, ich bin Medienwissenschaftlerin am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften, bin eine ex-prekarisierte Journalistin und eine ex-prekarisierte PR-Tante. Das heißt, ich kenne sozusagen Praxis, Theorie, Lebenslügen, Widersprüche sehr gut und lebe damit auch durchaus gut, weil ich ja auch eine Wienerin bin. Das heißt, wir haben seit einiger Zeit, nachdem wir die Erfahrungen einer marginalisierten Öffentlichkeit tief empfinden konnten, versucht, unsere Erfahrungen in eine kleine, anarchistische, flüchtige Praxis zu gießen. Nämlich, wir haben dann Fake-Zeitungen geschrieben und wir werden im Rahmen dieses Workshops unsere Fake-Zeitung euch präsentieren. Die eine hieß Übermorgen, die nächste hieß Vorgestern. Wir werden wahrscheinlich eine haben heute Morgen und ich sprenge den Rahmen, weil die Lena Reindorf ja gar nicht da ist. Die Lena ist eine APA-Journalistin. Wir werden sozusagen die Idee dieser feministischen Zeitung, die im feministischen, mit der feministischen Sprache, jetzt haben wir eine kleine Performance hier, wir werden versuchen, wir werden sowohl die Zeitung vorstellen, als auch selbst Bastung und auch Ad-Busting betreiben, das heißt Werbeverarschung. Und wir wollen sozusagen einerseits zum selber Schreiben, aber natürlich auch zum Mitmachen motivieren. Wir haben es auch im Team immer sehr lustig. Gut. Die nächste Beitragende wird Karina Altreiter sein. Sie ist Soziologin und lehrt und forscht und arbeitet an der Johannes Kepler Universität in Linz. Sie hält einen Workshop gemeinsam mit den Teilnehmenden zu Alte Hüte, neue Rezepte. Ich lese euch den Text kurz vor. Die aktuelle Generation junger Frauen kann in vielen Bereichen bereits von den Erfolgen profitieren, welche die Frauenbewegung erstritten hat. Sie beanspruchen ganz selbstverständlich Gleichheit für sich. Fast alles gilt heute als möglich, doch die Realität ist nach wie vor geprägt von Männerbevorzugung und Frauendiskriminierung. Wie geht das zusammen? Im Workshop beschäftigen wir uns mit der Frage, wie junge Frauen mit diesem Widerspruch umgehen, was sie dabei von der Generation der Mütter unterscheidet und wo sich Verbindungen zu feministischen Theorien und Praktiken herstellen lassen. Ich bin die Hilde Schmölzer. Ich bin auch gelegentlich mache mit bei der Plattform 20.000 Frauen, aber eigentlich bin ich Autorin mit Schwerpunkt Frauen, Geschichte und Frauenbiografien. Ich habe 14 Bücher geschrieben und das 15. ist in Vorbereitung. Und ich referiere morgen von 12 bis 1 Uhr ein sehr spannendes Referat über mutige und kämpferische Frauen, die seit der Französischen Revolution für Frauenrechte gekämpft haben, denen wir verdanken, was für uns heute selbstverständlich geworden ist und die zum Teil trotzdem immer noch vergessen sind. Ich halte mich dabei an mein Buch Revolte der Frauen, das ist 2008 in der zweiten Auflage erschienen. Und zum Teil lese ich auch aus diesem Buch. Okay. Als nächstes will ich den Vortrag von Birgit Krondorfer vorstellen, außer irgendwie von den 20.000 Frauen hat den Auftrag dazu. Nein. Okay. Birgit Krondorfer wird einen Vortrag und eine Diskussion halten zu Geldessen Kritik auf, ein Plädoyer für das unbezahlbare Tätigsein. Sie ist politische Philosophin und freie, unter Anführungszeichen, Universitätslehrbeauftragte und feministische Aktivistin. Und sie schreibt in ihrem kurzen Text: Autonomie, Prekarität und das Politische sind herausfordernde Begriffe, die sich scheinbar ausschließen. Was heute noch selbstbestimmtes Handeln sein könne, wenn jegliche Subjektivität von Kapitalströmen durchzogen ist, Stichwort das prekarisierte neoliberale Selbst, soll die reflexionsanleitende Frage des Vortrags sein. Zum einen werden dabei der Begriff der Autonomie in der Geschichte der Frauenbewegung und seine aktuellen Unmöglichkeiten und Möglichkeiten und zum anderen die Ambivalenzen von sogenannter ehrenamtlicher Tätigkeit diskutiert und zueinander in ein Verhältnis gesetzt.
die Möglichkeit feministischen politischen Handelns in ökonomischer Unabhängigkeit, konkreter Freiheit und kollektiver Bezogenheit zu reaktualisieren und zu verwirklichen, steht zur Frage. Okay, hallo, ich bin die Nadine. Ich bin hier für den Verein Frauenheld. Also wir veranstalten am Samstag 18 Uhr gemeinsam mit Dagmar und Sabine einen Radical Handcrafting Workshop, der heißt Text und Textur. Und es geht uns dabei darum, dass wir das traditionelle Handarbeiten aus dem privaten Raum herausholen und eben gemeinsam lustvoll merken und auch feministisch damit auseinandersetzen. Das heißt, wir wollen das aktivistische Potenzial vom Stricken, Sticken, Nähen ausnutzen und gemeinsam merken und neue Dinge herstellen. Und ja, wir freuen uns auf euch. Und das, der Workshop findet statt im Verein Frauenherz im 3. Bezirk in der Weißgerber Straße. Genau, genau, das steht auch im Programm. Am Freitagnachmittag von 15.30 Uhr bis 17 Uhr wird es einen Workshop mit Impulsvorträgen und Diskussionen von Karin Onders und Eva Taxacher geben. Eva Taxacher ist Soziologin und derzeit Projektmitarbeiterin im Archiv des Doku Graz, und Karin Onders ist die Geschäftsführerin der Doku Graz. Ihr Workshop beschäftigt sich mit dem Spannungsverhältnis von Feminismus, Geschichte der Frauenbewegung, Frauenbewegungsgeschichtsschreibung, welche Definitionen und Vorstellungen von Feminismus und Frauenbewegung wenden Organisationen, Archive und auch Forscherinnen an, nach denen gesammelt und gesucht wird. Was versteht jede Einzelne unter Feminismus? Wer oder was ist feministisch und was ist oder sind Frauenbewegung, Frauenbewegungen? Je nachdem, ob die Konzepte davon eng oder weit definiert werden, produzieren sie Ausschlüsse. Wer ist mit Frauen gemeint? Welche Forderungen werden gestellt? Wer profitiert davon und was wird überhaupt als politische Forderung wahrgenommen? Das sind die Fragen, mit denen ihr euch dann in diesem Workshop beschäftigen werdet. Hallo, ich bin Isabella, bin Ökonomin am Institut für Gender Studies an der Uni Linz. Und mein Workshop wird am Samstag stattfinden. Es ist ein Vortrag mit Diskussion. Ich werde berichten über ein Projekt, das ich selbst mache. Da geht es um Gender Budgeting im Alltag. Also Bereich feministische Ökonomie. Ich habe das Instrument Gender Budgeting, das gibt es mittlerweile, es ist in der Verfassung verankert, in Österreich sogar, normalerweise auf Bundesebene. Ich habe versucht, das in meinem Leben ein bisschen zu integrieren und das ein bisschen feministischer zu machen. Und ich werde dann am Samstag berichten, wie gut oder nicht so gut das funktioniert hat und wo es da Anknüpfungspunkte gibt. Und ich freue mich dann schon auf die Diskussion. Samstag 10 Uhr, es ist in Kunstgeschichte im großen Raum. Okay. Warte ganz kurz. Ah ja, Melanie Ostberger wird am Samstagvormittag von 10 Uhr bis 12 Uhr einen Workshop halten, FemFAQ. Sie ist Projektkoordinatorin und Fachreferentin bei der AG Globale Verantwortung. Ich lese euch kurz den Text von ihr vor. Das FemFAQ hilft Frauen bei Diskussionen mit Freundinnen, Lebenspartnerinnen und Unbekannten, Freundinnen und Lebenspartnerinnen mit großem I, indem es ein Backup für die feministische Argumentation liefert. Beispielsweise findet sich darin unter dem Schlagwort Binnen-I eine Listung von guten Argumenten für gendergerechte Sprachregelungen. Unter Porno liest Frau nach, welche frauenrechtlichen Bedenken es dazu gibt. Wichtig, das Heftchen muss leicht verständlich und frei von Lehransätzen und abstrakten Konzepten sein. Der Hausverstand genügt, um zu vermitteln, was wichtig und richtig ist. Hallo, ich bin die Lisa und das ist die Eva. Wir betreuen gemeinsam morgen, also Freitag, Vormittag von 10 bis 12 Uhr, einen Workshop mit dem Titel Sexarbeit im Recht, feministische Perspektiven auf das Wiener Prostitutionsgesetz, und thematisieren, also wie der Titel schon sagt, die rechtliche Regulierung von Sexarbeit mit einem Fokus auf Wien. Wir haben das Ganze so gestaltet, dass wir nach einem kurzen Input unsererseits, wo wir einen Aufriss ins Thema geben möchten, und insbesondere derzeitige Rechtslage,
die Positionierung in der feministischen Debatte kurz anreißen möchte, um jetzt nur einige Schlagworte zu nennen, haben wir das vor allem interaktiv gestaltet und einige Themen für Gruppenarbeiten vorbereitet und wollen dann auch im Plenum mit euch diskutieren. Ja, ich glaube, das Thema gibt viele Anknüpfungspunkte für Diskussionen. Wir freuen uns schon auf einen spannenden und produktiven Nachmittag oder Vormittag. Danke. Dann haben wir am Samstag auch noch einen Vortrag von Jana Krömer. Das bin ich. Ich heiße Jana Krömer. Aber Sie können mich ruhig vorstellen. Nein. Ja, ich werde halt ein bisschen über Feminismus in Ex-Sowjetunion erzählen, Russland, Ukraine, Belarus vor allem. Ja, über die Vergangenheit und über die Dinge, die da jetzt passieren, so homophobische Gesetze, ein bisschen Aktivismus, über Pussy Riot, Filmen aus Ukraine und ich werde gerne auch andere Fragen beantworten, wenn Sie haben. Danke. Und dann bin ich mal unsicher, ob Karin Kuchler, die hatte einen Termin, ist jetzt auf dem Weg hierher. Dann mache ich das. Samstagvormittag ein Workshop von Karin Kuchler und Daniela Jaworicz. Bausteine aus der Stadt der Frauen, die querelte Femme. Daniela Jaworicz erforscht Frauen- und Geschlechtergeschichte und Nationbuilding in Mitteleuropa, unterrichtet deutsche Zweitsprache. Karin Kuchler untersucht das Europäische in der Philosophie und unterrichtet wissenschaftliches Arbeiten. Ihr Beitrag? Ich zitiere, wir möchten mit euch eine Reise in diese besonders produktive Epoche der frühen europäischen Geistesgeschichte antreten. Hier wurde die Stellung der Frau im Allgemeinen und ihr Recht auf Bildung im Besonderen zwischen Philosophinnen und Literaten verhandelt. Nach einem Überblick der Umstände möchten wir uns einzelnen Autorinnen wie Moderator Fonte oder Christine de Pizan widmen, vor allem auch mit der Frage, was wir heute aus ihren Texten lernen können. Hallo, Daniela Beuren. Ich bin gemeinsam mit Martina Sinowatz für den Schreib- und Performance-Workshop der Grauengruppe zuständig, der am Morgen um 14 Uhr und Freitag ab 10 Uhr stattfindet. Wir wollen den Donnerstag dem Schreiben widmen und am Freitag mit den bis dahin entstandenen Texten spielen. Am Samstag gibt es dann die Option, die Workshop-Ergebnisse im Plenum, Abschlussplenum vorzustellen, wenn die Teilnehmerinnen das wollen. Das werden wir mit ihnen dann abstimmen. Und es gibt in unserem Workshop noch Plätze. Man kann sich noch anmelden. Es findet aus der Zeitgeschichte statt. Karin Macke, die unter ihrem anderen Namen Karin Seidner auch in der Grauengruppe ist, bietet auch einen Schreibworkshop an, der mehr in Richtung Selbsterfahrung geht. Karin Macke ist Psychotherapeutin. Es wird aber keine Therapiesitzung, hat sie mich gebeten auszurichten. Letztlich möchte ich noch die Lesung der Grauengruppe ankündigen. Ich habe drei Sachen anzukündigen. Keine eins geht sich schwer aus. Die Grauengruppe, also wir drei, leider ohne Elke Papp, die in England lebt, werden hier morgen Abend um 18.15 Uhr unsere Lesung mit Mathilda, eine aufgelockerte Lesung aus unserem Mathilda-Projekt veranstalten. Und ich möchte nur so viel dazu sagen, dass es genial in diesen Rahmen passt. Dankeschön. Gut, dann sind, wenn ich den Überblick richtig behalten habe, noch zwei Beiträge offen. Einer von Birgit Krondorfer und Sabine Söldkner von der Frauenhetz, ein Workshop zu Thesen zur feministischen Bildungsarbeit. Sabine Söldkner ist Soziologin und Wissens- und Gruppenarbeiterin und Birgit Krondorfer, haben wir schon gehört, politische Philosophin, freie Universitätslehrbeauftragte und feministische Aktivistin. Ich lese euch kurz den Text vor. Es braucht feministische Frauenräume und geschlechterkritische Wissenschaft und Lehre, die außerhalb jeglichen Mainstreams sich verorten, kritisches Urteilsvermögen fördern und eine Differenz zum neoliberalistischen Assimilationssystem in Denken und Handeln darstellen und anbieten.
Es braucht Widerstand und Widerspruch. Dieser Workshop möchte Grundlagen und Thesen zur feministischen Bildungsarbeit diskutieren. Unterstützt durch ausgewählte Thesen zur selbstkritischen Entwicklung und Bewusstseinsbildung wollen wir eure Erfahrungen über Bedingungen und Haltungen in gelungenen feministischen Lernprozessen diskutieren. Lernprozesse sind immer kollektiv und verortet, / standpunktbezogen. Kritische Wertschätzung gegenüber allen Bildungsteilnehmerinnen mit Sternchen stehen also ebenso am Plan des Nachmittags wie das Bekenntnis zum Kontrollverlust. Und der letzte Beitrag ist von Katrin Rönicker. Wo habe ich die? Heute Vormittag. Wo ist der Freitag Vormittag? Ah ja, es bin schon beim Freitag. Und hier bin ich bei der Katrin Rönicke. Genau, die hält am Freitagvormittag einen Vortrag von 10 Uhr bis 10.45 Uhr zum pragmatischen Feminismus zwischen Realität und Vision einen Weg bahnen. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin, Publizistin und ihre Arbeitsschwerpunkte sind Geschlechterdemokratie, Ideengeschichte der Emanzipation, Bildung und Bildungsstandards, Netzfeminismus und Stereotypenforschung. Ihr Beitrag ganz kurz: Feministischer Pragmatismus als eine Strömung der Philosophie ist der Versuch, Theorie und Praxis zusammenzubringen. Die Philosophie stellt grundsätzlich Fragen über den Menschen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Der Pragmatismus setzt diese Fragen in Bezug zur sozialen und politischen Realität. Dabei sind vor allem drei Dinge für feministische Pragmatikerinnen zentral: das Sammeln von Erfahrungen, Pluralismus und das Ablehnen absoluter Wahrheiten. Gut. Vielen Dank, darf ich noch weitergehen? Eigentlich sind wir nicht ganz fair. Also wir können euch nicht. Also ihr habt jetzt alle von diesem überaus bunten und vielfältigen Programm gehört. Welcher das immer noch nicht reicht oder wenn in irgendwelchen Veranstaltungen neue Fragen aufkommen, Sachen, die unbedingt besprochen werden, gehören, haben wir am Samstagvormittag einen Open Space, von mir moderiert. Und da könnt ihr euch einfach hinkommen und schauen, wer möchte denn noch darüber reden. Wir haben gegenüber vom Infostand ein Flipchart-Papier, da könnt ihr die Themen, die euch interessieren, einfach draufschreiben oder wenn das Thema schon draufsteht, ein Strichchen machen und dann schauen wir einfach am Samstagvormittag, was da so zusammenkommt. Wir haben alle keine Ahnung, aber es wird bestimmt toll. Genau, als nächster Punkt steht auf meiner Liste, dass unsere Koordinationspartnerinnen vom Rampenfieber und der Fußballade etwas sagen möchten. Ich beginne mit diesem Mikro. Ich sag mal, wir beschränken uns nicht auf eine Minute, sondern das zumindest nicht. Da feministisches Leben nicht nur vormittags stattfindet, sondern auch nicht nur am Nachmittag, haben wir einen Vorschlag für die Abendgestaltung. Die nächsten vier Tage ab Donnerstag bis Sonntag wird das queer-feministische Musikfestival Rampenfieber stattfinden. Im Ritz und im Flug. Es wird dort in erster Linie mal Konzerte geben, Diskussionen, ein paar Workshops, nicht so viele wie hier, und die auch mehr am Samstag und am Sonntag, und Auflegereien. Das ist mal das allgemeine Programm. Wer es genauer anschauen möchte, es gibt Programmhefte und Flyer. Da gehe ich mal nicht ins Detail. Wichtig ist uns, dass wir Raum nehmen. Das ist eines unserer zentralen Anliegen. Deswegen sind wir am Gürtel, deswegen sind wir am Praterstern. Deswegen machen wir dieses Programm. Was machen wir noch? Ja, zentral war uns auch die Vernetzung. War uns ein zentrales Anliegen, genau. Und das hat sich dann gut getroffen, das mit der FSU und auch mit der Fußballlage gleichzeitig passiert. Es war aber nicht nur die Wiener Vernetzung quasi, sondern auch die internationale, bis sie zumindest zum Probieren, also dass man auch die Grenzen, die österreichischen Grenzen bzw. die deutschsprachigen Grenzen in der Diskussion über politischen Aktivismus, bis sie aufbrechen. Und dazu gibt es auch ein Panel, also
Podiumsdiskussion mit Aktivistinnen von unterschiedlichen Ländern, also nicht nur Österreich oder Deutschland. Und aber eben, dass man jetzt zur Fußballlade kommt. Eben die Vernetzung, also quasi ein Netz über Wien, Spanien und jetzt. Dankeschön. Ja, wir sind die Fußballerinnen, also wir heißen Fußballerinas. Wir sind in Wien ansässig beim Verein Aufschlag Wien, der größte schwul-lesbische Sportverein Österreichs, wenn nicht gar der Welt. Und unsere Fußballgruppe ist quasi auch relativ autonom, weil wir eben gerade hierarchiefrei Fußball spielen wollen, was ja gerade im Frauenfußball, also überhaupt im Fußball. Und bitte, gibt's schon Fragen? Du möchtest Fußball spielen, komm ich hin. Also was gerade im Fußball halt ein schwieriges Thema ist, mit dem wir uns auch auseinandersetzen. Wir sind eben auch ein feministisches und politisch engagiertes Fußballteam. Und deswegen machen wir auch diesmal erstmalig erste internationale queer-feministische Fußballade. Versteht ihr? Weil wir sind zwar viel auf Turnieren unterwegs, also nur kurz wollte ich erklären, was unser Anliegen damit ist. Wir sind viel auf Turnieren unterwegs, eingeladen bei anderen schwul-lesbischen Vereinen, haben aber festgestellt, dass uns das meistens überhaupt nicht taugt, denn wir relativ mainstreamig organisiert sind und ansonsten auch total unreflektiert, wenn es so unsere politische, feministische Arbeit betrifft, das fehlt da total. Deswegen haben wir gedacht, wir machen das selbst. Und du kannst vielleicht ein bisschen was erzählen zum Thema? Ja? Okay, also wir haben uns bemüht, möglichst viele Teams aus möglichst vielen Ländern einzuladen. Es kommen Teams aus Polen, England, Deutschland und Österreich. Wir wollen auch öffentlichen Raum besetzen. Das heißt, wir haben bewusst das Turnier draußen ausgerichtet. Das wird im Prater stattfinden. Und wir haben auch bewusst für den Abend, für Samstag, den Roten Bogen gegenüber vom Ritz ausgewählt, damit wir zwischen Ritz und dem Roten Bogen auch die Straße besetzen können. So, ungefähr. Es ist die Idee. Wir werden sehen, wie es Samstag funktioniert am Nachmittag, wie es dann Samstag am Abend funktioniert. Wir haben morgen im Frauencafé die Anmeldung, das heißt, es gibt auch für euch die Möglichkeit, vorbeizukommen auf ein Bier oder so und mit Fußballerinnen zu reden, weil ich denke, dass Feminismus ist nicht nur Theorie, wir sind nicht alle musikalisch und Frauen und Sport ist ein sehr wichtiges Thema. Es geht um Körper, es geht um öffentlichen Raum, es geht um Ruhm, es geht auch darum zu definieren, was ist eine Heldin und was bedeutet sie. Vielleicht noch ganz wichtig, damit ihr wisst, wo ihr hinkommen sollt, wenn ihr dann ausdiskutiert habt und euch dann brauchen, dann könnt ihr euch schön an der frischen Luft bewegen. Und zwar kommt ihr dann einfach in den Prater, in die Rustenschacher Allee, guckt ihr einfach im Internet oder auf der Verlinkung von der Frauensommer-Uni, da sind wir ja auch mit. Und dann guckt ihr einfach, wo ihr hin sollt. Wir spielen von 10 bis 18 Uhr. Es gibt auch Grillerei, auch Vegetarisches und Ausschank auch. Da könnt ihr immer ein bisschen betrinken. Und uns beim Fußballspielen hinzugucken und vielleicht die Sachen, die ihr in den Workshops gelernt habt und praktisch anwendbar wären, könnt ihr dann sogar direkt dort ausprobieren, Performances oder so. Okay. Ja, letzte Sache. Genau, wir haben diesen roten Bogen am Samstag und den werden wir selbst dekorieren. Das heißt, an alle Workshops, wenn ihr Material habt oder irgendwas entwickelt habt und ihr wollt das dort ausstellen oder mitbringen, dann klar. Der Raum ist offen für uns. Wollt ihr auch noch? Sonst sind wir viel mehr drüber. Wir reden die nächsten 4 Tage. Ja, vielen Dank an Rampenfieber und Fußballade. Bevor es dahin geht, möchte ich noch kurz zurück zur FSU natürlich wieder und ein paar organisatorische Dinge noch erwähnen. Also wie schon gesagt wurde, die Anmeldung für viele Workshops ist noch möglich, entweder gleich jetzt danach unten beim Infotisch oder sonst auch während der gesamten FSU. Wir sitzen da unten und sind jederzeit für euch da.
Ja, die Programme kommen, wie gesagt, erst morgen. Da ist uns eine kleine Panne passiert, aber ich glaube, wir kommen bis morgen auch so zurecht. Dann möchte ich noch sagen, dass es eine Fotografin, die Bettina Frenzel, gibt. Wo ist sie gerade unterwegs? Genau. Ja, herzlich willkommen. Und sie macht Fotos, wenn jemand das nicht möchte, auch dann bei den Workshops oder so, bitte bei ihr bekannt geben. Das Gleiche gilt auch für unsere Filmemacherin, Lisa Köppel. Sie wird einige ausgewählte Vorträge filmen, also da auch die gleiche Bitte, wenn jemand nicht am Video sein möchte, bei ihr bekannt geben. Dann möchte ich mich bei allen Sponsorinnen und Sponsoren bedanken. Ich lese jetzt nicht alle vor, sie stehen alle auf der Website und am Programm. Besonders möchten wir uns auch bedanken beim Referat für Genderforschung. Da ist heute auch jemand da. Hallo. Für das zur Verfügung stellen des Raums und auch für Adresse und so. Also das war sehr fein, dass wir da sein konnten. Ja. Und dann darf ich eigentlich auch schon überleiten zu einem weiteren Höhepunkt unseres Abends, und zwar ist das der Vortrag von Rosemarie Ertl. Oder Heike, möchte vorher noch was? Habe ich was vergessen, oder? Am Freitag sind wir beim FM4 eingeladen. Ah, ja. Für eine kurze Überschau, also falls ihr Teilnehmerinnen aus euren Workshops einfach mal fragen könntet, ich brauche insgesamt 2, die mit mir da hingehen. Ob sie denn bereit wären, im Radio darüber zu reden, wie toll die FSU ist und was man da alles lernen kann, dann wäre das super. Also du bist auf jeden Fall die Ansprechperson, die genau. Sich eine findet, oder? Insgesamt bei dir melden. Okay. Ja, also dann kommen wir zu einem weiteren Höhepunkt unseres Abends, und zwar ist das der Vortrag von Rosemarie Ertl. Sie ist auch eine Aktivistin der Plattform 20.000 Frauen. Außerdem ist sie diplomierte Sozialarbeiterin, Projektkoordinatorin im Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen und Gründungsfrau der Frauenberatungsstelle Cassandra. Und der Titel ihres Vortrags lautet Feminismen leben, auch eine Frage der Ressourcen. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie ihr Zugang zum Feminismus ist und freuen uns auf den Beitrag. Liebe Frauen, liebe Organisatorinnen der FSU, vielen Dank für die heutige Einladung. Ich sage jetzt gleich mal dazu, ich gebe jetzt meine Uhr rund, ich habe 20 Minuten Zeit, ich weiß nicht, wie ich es schaffen werde. Vielleicht brauche ich ein bisschen länger, aber okay. Allein und Knapperei, das wartet auf uns. Ich bezeichne mich selbst als Feministin und dies wird mir auch in meinem Umfeld rückgemeldet. Zum Beispiel habe ich in meinem Schwager feministische Märchen geborgt, die er meinem frisch geborenen Neffen Pauli im Podcasten vorlas, weil er so eine Verbindung zu dem Kind schaffen wollte und was anderes gab es eben nicht. Und ab dann wurde ich dann auf der Station die feministische Tante genannt. Hat mich irgendwie sehr geehrt auch. Es bestätigt mich aber natürlich noch mehr in meinem Tun, wenn ich von euch, den Organisatorinnen der FSU, als Feministin für diesen Vortrag eingeladen werde. Denn mich beschäftigt, so wie vielleicht einige von euch auch, immer wieder die Frage, was muss ich praktisch alles können und theoretisch wissen, um mich Feministin nennen zu dürfen? Auf welchen Pfeilern baut die Grundhaltung einer Feministin auf? Muss ich selber bohren, hämmern, Autoreifen wechseln können? Oder darf ich mir auch die Erlaubnis geben, ich könnte, wenn ich wollte, aber es interessiert mich nicht, es zu tun? Übrigens, nach vielen Jahren des Reifen selbst wechselnd habe ich das wieder in die Werkstatt abgegeben und lasse es dort tun. Was ich aber schon tue, ich wechsle die Werkstatt, wenn dort Pin-Ups hängen. Diese Aktion hat vor einigen Jahren heftige Diskussionen in meiner Verwandtschaft ausgelöst. Ich sollte nicht so empfindlich sein. Mein damals 10-jähriger Neffe wollte daraufhin von mir wissen, was da denn so schlimm dran sei an dieser Geschichte. Meine Erklärung hat ihn dann anscheinend so nachhaltig beschäftigt, dass er mir einige Tage später ein SMS geschrieben hat mit folgenden Worten. Heute war in der Zeitung ein Bild von einer nackten Frau. Lest jetzt nie wieder Zeitung? Mein Zugang als Feministin, unterstützt durch meine ganzheitliche Sicht als Sozialarbeiterin, ist, die Lebensrealitäten von Frauen in ihrer Gesamtheit zu sehen und zu berücksichtigen. Was kann ich persönlich tun? Zu einer Veränderung, sprich Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen beizutragen.
Welche Strategien kann ich entwickeln, unterstützen, um die Ungleichbehandlung und Unterdrückung von Frauen zu beenden? Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass eine Frau alles erreichen kann, wenn sie will. Sie ist zu allem befähigt. Damit gibt es für sie keine Begrenzungen. Es gibt jedoch Begrenzungen seitens der Sozialisation und der tatsächlichen Möglichkeiten. Und diese gilt es zu durchbrechen. Die Hälfte meines Lebens bewege ich mich nun bereits in feministischen Zusammenhängen, sowohl auf privater als auch beruflicher Ebene. Und ich konnte in der Zeit die Möglichkeit nutzen, mir viele Räume zu schaffen. Einen eigenen Raum nach Virginia Woolf, ein Zimmer für mich allein, aber auch öffentliche Räume. Räume, die gemeinsam mit anderen Frauen genutzt werden können. In meiner Lebenswelt gibt es einen fließenden Übergang zwischen beruflichen und privaten, zwischen bezahlten und unbezahlten Arbeitswelten. Dies ist deswegen möglich, weil mir derzeit noch zumindest ausreichend finanzielle und zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen. Womit ich nun in das Kernthema meines Vortrags einsteige. Denn um Feminismus leben zu können, gilt es meiner Erfahrung nach, unsere ganz persönlichen Ressourcen zu erkennen und auch vielfältig einzusetzen. Zu meinen wichtigen Ressourcen zählen Wissen und Erfahrung, Kapital und Zeit, Verknüpfung von Theorie und Praxis, Beziehungen und Kontakte, sowie Macht, Sprache und Kleidung. Mein Wissen beziehe ich etwas meinen Ausbildungen an der Handelsakademie, ist manchmal sehr günstig für Abrechnungsmodalitäten, als Sozialarbeiterin und als Selbstverteidigungstrainerin. Die Ressource Erfahrung betrachte ich als meinen größten Schatz. Diese basiert auf meinem Lebensalter, klarerweise, den vielseitigen Tätigkeiten, aber auch vielfältigen Begegnungen, unter anderem auch mit Frauen aus anderen kulturellen Kontexten oder anderen Generationen. Mit diesem praktischen Wissen ausgestattet, ist es gut möglich, eine realitätsnahe Einschätzung der Themen, die Frauen beschäftigen oder auch belasten, zu erhalten oder auch zu bewahren. Mein Geld wurde und wird zum Beispiel öfters in Form von Überbrückungsdarlehen für Frauenprojekte oder Freundinnen genutzt. Gleichzeitig ermöglicht mir mein finanzieller Polster auch unbezahlte Arbeitszeiten in feministisches, politisches Handeln zu investieren. Auch wenn ich damit vielleicht einer feministischen Grundhaltung, Arbeitszeit von Frauen muss bezahlt werden, zuwiderhandle. Unbezahlte Arbeitszeit investiere ich derzeit auch als Studentin in den wichtigen Part der Verknüpfung von Theorie und Praxis. Denn ich schreibe gerade eine Forschungsarbeit zu Frauennetzwerken. Meine Beziehungen und Kontakte sind ebenfalls wesentliche Ressourcen. Für mich baut vieles auf Vernetzung, Kooperation und solidarischem Handeln auf. Daraus resultiert wiederum eine Machtposition. Diese ermöglicht es, Themen zu forcieren und einzubringen und damit die Durchsetzung von gemeinsamen frauenpolitischen Anliegen zu unterstützen. Zum Beispiel konnte ich in meiner Funktion als Studiengangsvertreterin am FH Campus Wien erfolgreich die Installierung von einem Frauenreferat anregen. Macht verstehe ich auch im Sinne einer Delegation, für eine Gruppe sprechen zu dürfen. Dies vermittelt Kraft und Stärke nach innen wie auch nach außen. Und es bietet die Chance, ein positives feministisches Vorbild, vor allem auch für junge Generationen darzustellen. Als neue, bisher nicht in feministischen Zusammenhängen auftauchende Ressource möchte ich das Thema Kleidung einbringen. Einerseits bieten sich etwa T-Shirts auf kreative Weise an, bestimmte Botschaften zu transportieren. Der vom österreichischen Frauenring verwendete Slogan, geht es den Frauen gut, geht es uns allen gut? Ja, für alle sichtbar. Hat bereits vielfältige Diskussionen im öffentlichen Raum und auch mediale Reaktionen ausgelöst. Andererseits erfordern politische Aktivitäten im Freien eine dementsprechende Ausrüstung, wenn wir mit dem Brauchen heute rausschauen oder wenn wir uns an die Zeltstadt im Mai 2012 erinnern. Mein Motto ist, feministischer Aktionismus darf nicht an Regen und Wien scheitern. Und es gibt ganz tolle Gummistiefel, richtig für die Feministin. Man könnte hier auch noch Frauenzeichen ergänzen. Ja.
vielfältigen äußeren Ressourcen stehen in Kombination mit den inneren Ressourcen wie Kreativität, Mut, Vertrauen, Achtsamkeit, Durchhaltevermögen, auf die ich aber jetzt im Speziellen nicht näher eingehen möchte. Sondern ich möchte den Fokus darauf legen, für welche feministischen Anliegen ich meine Ressourcen einsetze. Wichtig für mich sind, wie bereits angesprochen, autonome Frauenräume, sowohl drinnen wie auch draußen. Frauenräume, die auch dazu beitragen, kulturelle und generationenbedingte Differenzen zu überwinden. Einerseits Frauenräume in Form von Frauenprojekten. Einige Beispiele dazu sind: 1988 haben wir zu viert die Frauen- und Mädchenberatungsstelle Cassandra in Mödling gegründet. Dieser spezielle Frauenraum ermöglichte zum Beispiel Mädchen und Frauen, sich mit nicht traditionellen Arbeitsbereichen in eigenen Werkstätten auseinanderzusetzen. Frauen mit Migrationshintergrund fanden dort Unterstützung, zum Beispiel in Deutschkursen, von gewaltbetroffenen Frauen einen sicheren Ort. Und Sensibilisierungsmaßnahmen für Frauen, also zum Thema Gewalt gegen Frauen, waren immer ein Schwerpunkt. Cassandra ist ein feministischer Ort, an dem politischer Widerstand gelebt wird. Das reichte bis hin zu einer Klagsandrohung gegen den damaligen Frauenminister Haupt. Profil titulierte damals Frauenprojekte klagen den Minister. Klage wurde nicht eingereicht, weil wir vorher schon gewonnen haben, so jetzt einmal. Mitte der 90er Jahre folgte mit einer Gruppe von Frauen die Gründung des Vereins Drehungen. Wir wollten damit feministischen Selbstverteidigungstrainerinnen einen Raum bieten, sich zu vernetzen, sich weiterzubilden und auch in Austausch mit anderen frauenspezifischen Selbstverteidigungstechniken zu treten. Und auch gemeinsam Strategien gegen Gewalt zu entwickeln. Seit ca. 15 Jahren bin ich nun Projektkoordinatorin in einem Netzwerk von 57 Frauen- und Mädchenberatungsstellen. Wichtige Aktivitäten sind hier, neben der Qualitätssicherung von Frauenberatung, unter anderem die Zusammenarbeit mit Fraueneinrichtungen und Netzwerken, die Positionierung frauenpolitischer Themen wie etwa Einkommensgerechtigkeit, EQP, auf österreichischer und europäischer Ebene, die Zusammenarbeit mit Politikerinnen sowie die Durchführung von Projekten zur Migrationspolitik. Weiters geht es mir auch darum, Frauenräume im öffentlichen Raum zu besetzen. Sonst würde ich ja diese Kleidung nicht brauchen. Hier ist die Grenze zwischen Beruf und Privat ebenfalls fließend. Ich reise zum Beispiel gerne mit Frauen und Frauengruppen. Oftmals handelt es sich dabei um Reisen, die einen gegenseitigen Austausch mit Fraueneinrichtungen oder politischen Vertretungsorganen ermöglichen. Da gab es zum Beispiel eine Studienreise nach Frankreich, Informationsreisen nach Brüssel, Austauschreisen nach Nicaragua mit einem Gegenbesuch von nicaraguanischen Frauen in Österreich, sowie Seminarreisen in andere EU-Staaten. In diese Gruppen sind manchmal bis zu 25 Frauen eingebunden. Wichtig ist, jede ihre Stärken einbringen zu lassen, sich in manchen Momenten selber zurückzulehnen und den anderen die notwendige Verantwortung zu übernehmen. Damit wird die Frauenreise zu einem besonderen Erlebnis. Zur Besetzung des öffentlichen Raums gehört natürlich auch die Revolte der Frauen, nenne ich es jetzt einmal, also die Mitwirkung an kleineren und größeren Aktionen. Wie etwa anno dazumals, die Älteren kennen das noch, die schlaflosen Nächte oder die Operation Vanillekipferl, das war die Besetzung des Frauenministeriums im Jahr 2000. Oder aktuell die vielen Aktionen der Plattform 20.000 Frauen und darüber hört ihr am Freitag im Workshop dann einiges mehr. Ein ebenso wichtiges Anliegen sehe ich in der Bekämpfung von Gewalt und der Erprobung von Gegenstrategien. Unterstützend dabei war für mich die Ausbildung zur Selbstverteidigungstrainerin, um mich mit dem Thema Gewalt konstruktiv und kreativ auseinandersetzen zu können und auch dadurch mutiger zu werden. Denn Feminismus erfordert ein Stück weit Mut. Nein, nicht ein Stück weit, ziemlich viel Mut. Wenn ich mir die neuen Entwicklungen jetzt anschaue. Mittlerweile haben sich hunderte von Mädchen und Frauen in meinen Selbstverteidigungskursen, Frauen aus Österreich und Nicaragua, muss ich dazu sagen, wir haben auch Nicaragua-Kurse gehalten, mit für sie geeigneten Strategien auseinandergesetzt. Und ich weiß auch, dass einige Teilnehmerinnen mittlerweile selber Selbstverteidigungstrainerinnen sind, was ich als
großen Erfolg auch betrachte. Bewusstsein gilt es aber auch für andere Frauenthemen und Anliegen zu schaffen. Etwa als Vortragende und Lehrende. Aber die Möglichkeit der Einflussnahme besteht auch in der Gegenposition als Studierende. Zumindest trifft dies auf die Fachhochschulen zu. In dieser Rolle konnte ich gemeinsam mit anderen feministischen Kolleginnen in Diskussionen Frauenanliegen sichtbar machen, Ungleichbehandlung thematisieren und damit doch zu einer Sensibilisierung von bestimmten Gruppen Teilnehmern und Teilnehmerinnen beitragen. Ich habe meine teils jüngeren oder wesentlich jüngeren, sich nicht als feministisch bezeichnenden Kolleginnen vor einigen Tagen gefragt, woran für sie mein Feminismus erkennbar war. Und für alle stand das permanente Einfordern eines geschlechtergerechten Sprachgebrauchs im Vordergrund. Also dieses sofort kommen, dieses Innen, das war auffällig. Sowohl bei den Studierenden als auch bei den Lehrenden. Und auf der anderen Seite war es die Anerkennung und Bestärkung ihrer nicht traditionellen Lebensmodelle, zum Beispiel wenn eine Kollegin erzählt hat, sie teilt sich mit ihrem Mann die Karenz halbe halbe, war das für mich was Normales und daran war dann erkennbar, das ist eine Feministin, die weiß, um das geht und was es für andere Lebensmodelle eben gibt. Auch Gespräche mit der Frau auf der Straße oder hinterm Verkaufspult oder in der U-Bahn über Politik, sehr oft auch über die Aktivitäten der Frauenministerin, also das mag ich ganz gern nachzufragen. Das kennen viele Frauen, die Frauenministerin, muss ich dazu sagen. Überrascht mich immer wieder. Positiv. Sage ich immer wieder, damit sie bestärkt wird, in dem weiter zu tun. Also diese Gespräche bieten sich immer wieder mal an. Und meine persönliche Strategie ist es aber, an denen dran zu bleiben, die ähnlicher Meinung sind oder unsicher sind. Um diese zu stärken und zu stützen. Dies bringt im Sinne der reziproken Vernetzung auch wiederum eine Stärkung meiner eigenen Position und auch die der Frauenbewegung mit sich. Wie gut bin ich in der Zeit? Hast du drauf geschaut, Heike? Nicht? Okay. Als langjährige Vernetzungsfrau ist es mir auch ein großes Anliegen, Austausch, Kooperation und Solidarität unter Frauen zu fördern. Denn wir sollten uns gegenseitig darin bestärken, Dinge zu tun, uns Dinge zuzutrauen. Ich habe viel mit Mädchen und Frauen in Gruppenzusammenhängen gearbeitet und immer wieder die Erfahrung gemacht, dass sich die Teilnehmerinnen nach anfänglichem Widerstand auf die Qualität einer Frauengruppe einlassen konnten. In der realen Welt gibt es sehr oft Erfahrungen mit dem nicht solidarischen Verhalten unter Frauen und das wird dann auch als Norm herangezogen. Meine Norm ist eine gänzlich andere. Und negative Erfahrungen bleibt für mich immer eine Ausnahme. Vielleicht sollte ich hier noch hinzufügen, dass ich das Privileg habe, dass ich die älteste von vier Schwestern bin und wir haben mal ein sehr wertschätzendes, konkurrenzfreies Verhältnis zueinander. Also das hat sicherlich auch meinen Weg oder meine Entwicklung begünstigt. Also weiß ich schon, dass ich da privilegiert bin. Als letzten Schwerpunkt greife ich nochmal den Aspekt der Generationenfrage auf. Ich habe mich in vielfältiger Form mit feministischer Mädchenarbeit auseinandergesetzt, vom Einrichten eines eigenen Mädchenzimmers im Jugendzentrum bis hin zur Gründung eines Vereins für feministische Mädchenfachtagungen. Und in diesem Tätigkeitsfeld kam ich dann auch schon sehr früh mit diesem Thema in Berührung. Wie tun die Alten mit den Jungen? Wie tun die Jungen mit den Alten? Was können die annehmen? Wo sollen die weitergehen? Wie passt das zusammen? Und wir haben diesen Spagat schon vor Jahren nicht geschafft, muss ich dazu sagen. Die feministischen Mädchenfachtagungen sind zum Beispiel an dem gescheitert, also dass es die nicht mehr gibt. Und mir ist bewusst, dass es nach wie vor ein sehr heikles Thema ist. Für mich ist die wesentliche Frage dabei, wie kann Erfahrung und Wissen nutzbar weitergegeben und trotzdem Raum für Neuinterpretationen und Erfahrungen gelassen werden? Dies gelingt mir, indem ich versuche, mich zurückzulehnen und zu sagen, mach mal, probier. Auch wenn ich selber schon sehr oft die Erfahrung gemacht habe, dass das scheitern kann oder dass es gescheitert ist, wenn mir diese Wiederholungen auch nerven oder wenn mir diese Methode ja gar nicht entspricht. Dazu fällt mir dann immer wieder ein, das aktivistische Tun der Frauengruppe Femin, die du ja auch nennen wirst oder von denen du erzählen wirst.
Und wo ich am Anfang so skeptisch war, so diese nackte Busenpolitik, kann das wirklich, ist das feministisch? Und mir haben diese Frauen wahnsinnig beeindruckt, wie die in Wien waren. Okay? Kritisch. Also mir hat es sehr gut gefallen, sage ich jetzt nur. Ich denke mal, es ist ein anderer Zugang, es ist sicher nicht auf Österreich umlegbar, also das wäre jetzt keine Strategie, die hier. Aber ich denke mal, es ist wichtig, doch immer wieder auch so offen zu sein für andere Modelle und zu schauen, okay, den Frauen liegt das an, und wenn die sich als Feministin empfinden, dann möchte ich denen das auch nicht absprechen. Haben Sie gesagt? Kann jetzt nur sagen, was ich wahrgenommen habe und ja, okay, gut, da müssen wir noch weiter diskutieren. Ja? Feminismusleben ist anstrengend. Es erfordert eine ständige Bereitschaft und auch die Resonanz, dass es wichtig ist und richtig ist, was wir da tun. Die Resonanz kommt oft auch von unerwarteter Stelle. Dazu jetzt noch eine zweite und letzte Geschichte und dann bin ich auch schon am Ende. Gibt es noch mal eine Geschichte zu meinem Neffen Peter? Wir waren gemeinsam im Schwimmteich unterwegs und er war so ein selbstbewusstes Mädchen in seinem Alter, das war erst die Gymnasiumsklasse und die wollte unbedingt mit ihm Kontakt aufnehmen und er hat das absolut verweigert. Also das Mädchen war für ihn No-Go. Und ich wollte dann wissen, warum. Warum er dieses Mädchen nicht mag und dann sagt er zu mir, mag der aber nicht, die ist so, die verhält sich überhaupt nicht wie ein Mädel, das ist wie ein Bub. Und dann auf einmal schaut er mich so an und sagt, ups, das habe ich jetzt zur falschen Tante gesagt. Ja, und ich muss dazu sagen, ich war damals eine Lieblingstante und ich bin jetzt auch jetzt noch, obwohl es auch noch andere Tanten gibt. Also, das bestärkt mich immer wieder, in dem auch weiter zu tun. In diesem Sinne hoffe ich, dass meine Worte doch beim richtigen Publikum angekommen sind und sich vielleicht auch bei der einen oder anderen Ideen fürs Weiterspinnen und Diskutieren in den Workshops der kommenden Tage entwickeln. So, dann kommen wir jetzt zum wahrscheinlich lang erwarteten, wunderbaren Abschluss dieses Abends bei Knabbereien und Alkohol. Und ich möchte darauf hinweisen, dass die Knabbereien haben wir vom Referat für feministische Politik der ÖH-Bundesvertretung bekommen. Und die sponsern uns auch jeden Tag das Frühstück. Morgen, oder am Freitag, oder am Samstag, ab 8:30 für die, die ganz früh aufstehen wollen oder später einen Kaffee brauchen. Ach genau, und wer noch nicht genug von Feminismus heute hat, wir haben ab 19:30 im Weltcafé einen Tisch reserviert für das zweite netzfeministische Bier in Wien. Und alle, die sich für Netzpolitik und Netzfeminismus, interessieren, die sind herzlich eingeladen. Es ist im Weltcafé in der Schwarz-Spanier-Straße. Und die Brigitte und ich, wir gehen auf jeden Fall hin und einfach uns anschließen, wenn ihr dann soweit seid. So, dann schließe ich den Abend für den offiziellen Teil. Geht einfach Alkohol trinken. Das Leben im Patriarchat ist hart. Diese Erkenntnis hat einen Bart. Hey. Mathilda liebt Frauen ohne und drum ist sie jetzt da. Alle! Mathilda liebt Frauen ohne und drum ist sie jetzt da.